Und damit herzlich willkommen zurück zu Space Crew Legendary Edition. Und das Legendary bezieht sich wohl auch auf dieses kostenlose Update, die Android Ambush. Mal gucken. Und an irgendwas erinnern mich diese Dinger. Es hat, glaube ich, irgendwas mit den Minions zu tun, ne? Aber wir sind dabei, herauszufinden, ob die Erde gerettet werden kann. Oder ob es bei den Hologrammen als Erinnerung an die Buckle-Moon bleibt und die United Defense Forces besiegt werden im Jahre 2160. Deswegen gehen wir jetzt ins Jahr 2059. Und wir lernen erstmal, dass es hier Crew-Ausrüstung gibt. Das ist auf alle Fälle der Captain. Der sieht irgendwie aus wie Jean-Luc Picard. Ich weiß ja auch nicht. Okay, das ist nicht der Captain. Das ist der Captain. Panzerung. Ah, guck mal hier. Okay, jetzt können wir sogar alle mit einem Helm ausrüsten. Das ist geil, ha? So, alle unsere Crewmembers haben einen Helm. Ah, das ist das ganze Set hier, was wir jetzt ausgerüstet haben, ha? Vollständiges Set. Okay, die Standardbasisausrüstung. Ah, okay, jetzt gucken wir mal. Wir haben einen leichten Panzeranzug Mark 1. Verlangsamt die Bewegung, aber gibt mehr Schutz. Wir haben leichte Handschuhe und wir haben die Beine. Ja, guck mal, wir haben die Crew vollständig ausgerüstet. Yes. Noch die Frage, womit wir uns in der Forschung beschäftigen. Ah, hier kriegen wir neue Rekruten her. Gerettete Crew, Bomber Crew Import. Oh, also ich hätte sowas aus dem Bomberspiel übertragen können. Geil. So, aber ich glaube, es gibt eine neue Mission. Kampagnenfortschritt, der Phasmidenkrieg. Vorräte transportieren, Phasmidenaktivitäten untersuchen. 1500 Credits. 2000 Credits und mehr Forschung. Phasmidenaktivitäten haben zur Verzögerung beim Transport dringend benötigter Vorräte für den Bergbauaußenposten geführt. Sorgt dafür, dass die Frachtkapseln wohlbehalten bei der belagerten Crew des Außenpostens eintrifft. Okay. Das kriegen wir ja wohl hoffentlich hin. Die Buckle-Mond ist wieder unterwegs. Okay, Ausrüstungsgegenstände, alles klar. In Schränken aufbewahrt, die du überall auf dem Raumschiff vorfindest. Zwischen Missionen kannst du auf der Athena-Station den Ausrüstungsbestand anpassen. Okay, das sind auf alle Fälle Erste-Hilfe-Pakete, Feuerlöscher und noch irgendwas anderes. Ah, Raumanzüge, Feuerlöscher, Phasengewehre und Medikits. Und wenn, dann werden wir hierüber angegriffen, würde ich mal sagen, über die Luken. Ne? Wir haben zu Übungszwecken im hinteren Teil des Raumschiffs einen kontrollierten Brand entfacht, den deine Crew löschen muss.
Okay, wieder verstauen, das ist wichtig. Wir setzen dann in deinem Raumschiff Strahlung frei, die deiner Crew schadet. Oh, die Triebwerke müssen von einem Crewmitglied außerhalb des Raumschiffs repariert werden. Ein Triebwerk beschädigt. Okay, aber das ist auch ein Ausstieg. Oha. Okay, zurück auf die Station. Okay, Phasengewehre. Jetzt habe ich natürlich hier den Anzug hingeschmissen. Medikit wiederbelebt werden. Ja, okay. So, aber erstmal das Allerwichtigste. Wir verstauen diesen Anzug hier, ne? So, ab zum Hypersprung. Erde, Mond, Neutrinensturm. Oha. Irgendwas aus hier, ha? Das machen die doch mit Absicht. Come on.
Oha, schon haben wir hier echt ein Problem, ha? Erstmal raus, das bringt ja gar nichts. Oha, 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 oha. Oh Gott, ey, ich glaube, ich werde mein erstes Raumschiff direkt verlieren, weil ich es nicht geschissen bekommen habe. So, das ist fast in die Hose gegangen. Also wir merken schon, wir kriegen hier echt Probleme, was das Mikromanagement angeht, und ich muss mir merken, wer mein Techniker ist.
alle Fälle hat die Buckle Moon diesmal richtig, richtig Schaden genommen. Ich glaube, jetzt ist alles wieder repariert. Na gut, die sind teilweise verstrahlt, ne? Holen wir uns erstmal ein bisschen Heilung. Okay, Kapazität verbleibend. Oh, so viel haben wir gar nicht. Okay. Ja, sehr schön. Das war schon mal gleich so ein richtiger Dämpfer. Ich hoffe mal, jetzt wird es ein bisschen einfacher. Guck dir das an hier, diese ganzen Beschädigungen. So, wunderschön. Oder auch nicht. Ohne Schilde hier rum zu manövrieren ist echt tödlich. So, Waffen minus Triebwerke. So, alles ausgleichen. Achtung, Reaktorüberhitzung, Achtung, Strahlung, Überhitzung. Okay.
Und auch hier, ich glaube, ich bekleckere mich gerade mit allem, nur nicht mit Ruhm. Schnellste Route, sicherste Route. Wir gehen auf die sichere Route. Das hilft eigentlich, Schilde verstärken. Selbstzerstörung. So, alles ausgeglichen. Bin auch garantiert vorhin die schnellste Route geflogen, anstatt die sicherste, ne? Gegner im Anflug. Nicht gut. Werden wir jetzt geentert? Das sieht doch wie Enter-Kommandos aus, oder? Ganz, ganz toll. Manometer, Asteroidengürtel sind jetzt schon wieder. Thank you.
Ich glaube, ich habe mich einfach nur versprungen gerade, oder? Aus, ne? Erde, Mond, ja. Ich habe mich versprungen. Geil. Et lübt. Aber diese Tutorial-Mission zeigt schon, was das für ein hartes Spiel wird. Echt. Ich dachte, die haben uns. Also fast hätten wir ja diesen Asteroidensturm nicht überlebt. Manometer. Extra Credits, ja, das machen wir doch. Und? Haben wir sie jetzt rein? Wie geht das denn mit dem Traktorstahl? Objekt einholen. Ja, was ist Objekt einholen jetzt hier? Oh, wo ist Sauerstoff? Aber was ist der Traktorstrahl hier von? Steuerung der Luftablassung. Feuerkonzentrierung. Karte anzeigen, okay, aha, schön. Hacker-Konsole, Kampfunterstützung, Sensoren. Was soll denn hier der... gibt doch auch normalerweise einen Traktorstrahl, oder haben wir den noch nicht? Hier, da ist es. Alles klar. Ja, was man nicht im Kopf hatte. So, das ist der Traktorstrahl. Guck an. Einfach nicht besetzt einholen. Medipacks. Yes. Okay, wir überziehen so ein ganz klein bisschen die Folge, aber das ist nicht schlimm, glaube ich. Ich meine, wenn das nur das Tutorial ist, dann wird das Hauptspiel garantiert noch härter. Die schöne Wackelmond. Schwer angeschlagen hier vorne. Hä? Aber Vorräte transportiert, primäres Ziel erreicht. 2000 Credits, Forschungspunkte. Fracht eingeholt, 500 extra Credits, keine Forschungspunkte.
zurückgekehrt, Buckelmund. Ah, die haben ja Stufe 2. Die haben ja noch gar nicht Stufe 6. Mist. Ich dachte, die wären schon Stufe 6. Standardpanzerung Mark 1. Zusatzpanzerung für dein Raumschiff. Plasmakanone Mark 2. Feuerzalvenhucke. Ja. Es geht aufwärts. So, und damit würde ich sagen, endet diese Folge hier. Beim nächsten Mal werden wir das Raumschiff ausrüsten und unsere Crew verstärken. In dem Sinne, bis bald, macht's gut und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß daran wie ich.